Aufnahme starten. Ganz wichtig. So, da geht's dann eben hier weiter mit. Genau. Tödlicher Plan. Damit machen wir weiter. Hat denn am längsten gedauert? 5, 5, 4. Automatische Speicherung, das und das. Nehmen wir das. Triss konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corinne Tilly, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Mhm. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Das hatten wir schon. Das kommt auch jedes Mal. Ist, weil die Lade-Dinger sind immer abhängig von... What the fuck? Habe ich nicht eigentlich in die andere Richtung guckend aufgehört? Naja, egal. Anscheinend legt man immer andersrum schauend wie vorher. Oder das liegt ja einfach nur am Prinzip. Egal, wir müssen auf alle Fälle uns dann rumdrehen. Und dann geht es nämlich mega gut los. Ja, Moment. Ich bin immer so paranoid, was Sound angeht. Ja, okay, Sound ist da. Das ist echt schlimm, echt schlimm. Aber Wahnsinn. So. Okay. Und für die Aufnahme geht's dann los mit... Komm zurück zu einer Folge. Wir sind hier. Nein. Habe ich aus Versehen meine Mausschnippe gemacht, oder? Nicht, dass ich da aus Versehen auf den Button gekommen bin? Nee. Okay, nee, passt schon. Okay, Maus ist in Ordnung. Und wir wollten mit der hier reden. Geralt, sei gegrüßt. Komm schon, Süßer, keine Scheu. Vor allem musste ich nur ein bisschen näher ran. Ich bin hier, um... Sprich leise. Ich weiß genau, warum du hier bist. Ach, wirklich? Sie warten. Bitte hier entlang. Ja, na, das war ja mal... Nach oben. Das ging schnell. Die wissen, warum ich hier bin. Die können Gedanken lesen. Ein Bandit? Du, Novigrad würde von einer redanischen Annexion profitieren. Wir reden später. Geralt? Da hoch. Der Boss wartet schon. Ja. Der Boss? Von wem reden wir denn hier? Ja, Dijkstra, wie jedes Mal. Geralt, da bist du ja. Gut. Du hättest einen einsameren Ort für die Planung eines Mordanschlags aussuchen können. Alle denken drüber nach und viele würden es tun. Wir brauchen keine Angst zu haben. Außerdem hat dieser Ort eine gewisse Tradition. Ist vielleicht sogar legendär. Falka hat hier ihren Aufstand geplant. Und auch König Fridaks Ermordung. Vergleichst du dich etwa mit Falka? Soweit ich mich erinnere, gibt es in Redanien kaum jemanden mit einem blutigeren Ruf. Ihre Rebellion hat den Lauf der Geschichte verändert. Das haben wir gemeinsam. Was das Blutvergießen angeht, wollen wir nur Radovid tot sehen. Es freut mich, dass du mitmachst. Ich war mir nicht sicher, ob du auftauchen würdest. Radovid muss sterben, kommt zum Schatz. Weiß noch nicht, ob ich mitmache. Na, kommt drauf an. Und Triss und Jens, keine Ahnung, wie das dahin geht. Kommen wir erstmal zum Geschäft. Ich habe deine Einladung erhalten und bin gekommen. Das ist alles. Kommen wir zum Geschäft. Meinen Mitstreiter dürftest du bereits kennen. Was? Du hier? Wie ist der denn hier reingekommen? Spione. Wir haben einen Verein gegründet. Du hast mal einen König beschützt. Willst du jetzt einen anderen ermorden? Ich bin nicht stolz darauf, aber... In meinen Augen gibt es keine andere Lösung. Radovid hat zu oft nur seine eigenen Interessen durchgesetzt. Mhm. Als Kedven um Hilfe bat, ist er einmarschiert. Als ich ihn darum bat, Vysima zu helfen, hat er mich wieder fortgeschickt. Der Krieg ist beinahe vorüber. Die Entscheidung naht. Wir müssen schnell handeln. Ich mache mir nichts vor. Nur ein toter Radovid bedeutet ein freies Temerien. Naja, nicht zwingend. Es könnte auch jemand noch Schlimmeres an die Macht kommen. Wie meinst du das? Wie soll das gehen? Radovid ist doch Temeriens Verbündeter. Nur solange meine Kämpfer tun, was er verlangt. Seine Truppen zu unterstützen. Wenn er den Krieg gewinnt, wird er die ehemaligen Grenzen ignorieren.
Er wird sie nicht wiederherstellen. Er träumt von einem Reich des Nordens. Solange er lebt, wird es kein freies Temerien geben. Ja, jetzt die Frage. Wird aber das wir gut ausgehen, Mende, oder nicht? Vardovid ist eine Bedrohung für Triss und Yennefer. Vergiss das nicht. Das sollte deine größte Sorge sein. Ach, wirklich? Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass wir hier bloß der emotionslose, harte Kern sind? Na okay, was willst du dann von mir? Na gut, was willst du von mir? Einer unserer Leute hat sich mit einem Informanten getroffen. Hm. Er ist nicht zurückgekehrt, aber der Plan hängt davon ab, was er in Erfahrung bringen konnte. Wir müssen ihn finden. Und du bist der beste Spürhund weit und breit. Spürhund, hm? So, so. Kannst du mir noch mehr sagen, wo dieser Mann zuletzt gesehen wurde, zum Beispiel? Er gibt sich als fahrender Schuster aus. Hm. Er sollte den Ponta überqueren. Das hat er wohl beim redanischen Grenzposten getan. Wir haben einen Mann dort, der sicher mehr weiß. Er nennt sich Gregor. Hat Informanten der redanischen Armee. Ihr habt einen redanischen Soldaten in eure Pläne zur Ermordung des redanischen Königs eingeweiht. Siehst du, es gibt sogar Redanier, die mit Radovids Politik nicht einverstanden sind. Und wenn einfache Soldaten merken, dass etwas nicht stimmt, dann ist es Zeit zu handeln. Sehr schönes Ding. Ah, tut mir leid, kein Interesse. Na okay, dann finden wir gut, mal deren. Ich rede mit Gregor. Danke. Und lenk nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich, wenn's geht. Ja, wir sind der Hexer. Daran, dieser Einsatz entscheidet die Zukunft. Die Zukunft Temeriens und des Nordens. Ich weiß, klar. Ich versuch's nicht zu vermassen. Bis dann. Wir zählen auf dich, Geralt. Man könnte natürlich auch noch irgendeine andere Armee da reinbekommen. Das wäre auch noch eine Variante. Auf der Straße, meine ich. Niemand. Jetzt kann man wieder neue Sachen zu den Charakteren lesen. Was nehmen wir denn mal? Inventar ist nicht Alchemie, Handwerk, Charaktere hier. Annabelle, bla 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 bla. Okay. Ich bin nicht nervös. Aktualisiert, aktualisiert, aktualisiert. Es scheint mir so, als ob das nicht wirklich zu 100% aktualisiert. Na gut. Ich dachte, ich hätte eine Verbindung zu politischen Geschwindigkeiten. La la la. Motto von Radov. Na gut. Okay, hier wird das nicht mehr neu angezeigt. Ist ein bisschen schade, aber na gut. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Und ich bin es. Ist eher so zwei, drei. Ich bin mit dem radanischen Kontakt. Um Verfolger abzuschütteln. Danke, dass du dich bereit erklärst, Geralt. Je schneller du fertig bist, desto besser. Was haben wir denn hier? Ein Spielzimmer. Gut, dann mal ab nach unten. Dam. Wir sind hier keinen anderen Ausgang. Das wäre eigentlich ziemlich cool gewesen. Und einmal nach draußen, bitte. Wumms. Okay, 900 hast du nicht gesehen, wie viele Meter nach draußen. Können wir hier drüber springen? So. Wow. Das ist die schnelle Art und Weise über diese Mauer. Ja, dass ich auch einfach rundherum gehen kann. Gut. Schauen wir mal. Jetzt sagt er auch des Bösen. Hatten wir schon. Wolfszeig brauchen wir nicht. Hexeraufträge auch nicht. Nebenquests, ein tödlicher Plan. Suche Olgiert von Everick wegen des Auftrags auf. Ja. Machen wir. Na, wird denn der Gute sein? Ganz schön weit weg. Meine Güte. Mal lieber hergesagt. Oh, Wölfe. Nee, okay. Ganz normale Hunde, nichts Schlimmes. Bleib lustig, wie? Ja, ganz am Anfang sind wir hier lang gelaufen und dachten uns, ey, so viel hat man noch gar nicht von dem Spiel gesehen und jetzt haben wir schon so viel gemacht. Das ist immer ganz toll, wenn man mal an dem Anfangspunkt geht und dann nochmal vorbeiläuft. Der Mond. Ist er nicht riesig? Mit seiner Anziehungskraft und seinen Wellen und seinem. Oh, ich habe Igni drin. Das sollte ich vielleicht ausmachen. Oh, da ist was. Ich suche Gregor. Du hast ihn gefunden. Wer bist du? Gregor sieht aus wie jeder andere Gregor. Dijkstra schickt mich. Ich habe dich erwartet. Gehen wir eine Runde. Was auf einmal seinen Helm hin?
Hat er den noch auf oder hat er den abgesetzt? Aber hübsch dekoriert. Auf Befehl unseres barmherzigen und gnädigen Herrschers, des guten Königs. Was haben Sie verbrochen? Der Rechte ist ein Weideler aus einem Dorf in der Nähe. Hat jemandem den falschen Rat gegeben. Nein. Die Freunde des Mannes haben ihn verraten. Und der Links wurde von seinem Nachbarn in dessen Groll der Hexerei bezichtigt. Nur Menschen, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Nicht Radovids Fehler. Naja. Und wer macht die Gesetze, durch die Leute für solche Verbrechen gehängt werden? Sehr tiefgründig. Sehr tiefgründig. Wartest du etwa den König, dem du dienst? Na? Du scheinst keinen Respekt mehr vor dem König zu haben. Warum dienst du ihm dann? Was soll ich denn machen? Ich bin ein Redanier. Ich desertiere doch nicht. Ja, weil sonst wären sie außerdem auch hier. Außerdem bin ich schon seit Visimir in der Armee. Er war ein guter König, weise und gerecht. War. Radovid ist anders. Er hat nur Krieg im Kopf. Und ich will nicht, dass Redanien auch so aussieht. Mhm. Gut, kommen wir zum Geschäft. Reden wir. Ich nehme an, du weißt, warum ich hier bin? Es geht wohl um unseren Freund, den Schuster. Er ist auf dem Weg nach draußen hier durchgekommen. Ist noch nicht wieder zurück. Gestern hat eine Patrouille einen verlassenen Karren abseits der Straße gesehen. Ich wollte nachsehen, ob es seiner ist, aber ich konnte hier nicht weg. Danke. Darauf lässt sich. Und dann schauen wir mal dahin. Leb wohl. Hat der sonst sowas für mich? Hast du einen Passierschein? Ohne kommst du nicht wieder zurück. Ja, ich habe einen. Gut. Viel Glück. Danke. Bis dann. Sehr nice. Also die Passierscheine gibt es ja auch im laufenden Band. Ne? Ja. Mich auch. Also. Einmal quer durch das Wasser gehen. Wir hüpfen über das Moor und übers Pier. Und bleiben in dem Sumpf dann stecken. Haben uns an den Schnecken. Die es in dieser Wildnis gibt. Baf. Ach, cool. Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Yep. Ich hab schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Boah, komm schon hier, ich geb dir gleich. Interessant. Naja, ich hab ja meinen Igni zaubert und dann geht's. Wum, 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 geht's dann. Was ist der denn noch? Ich bin schon mal an dem vorbeigegangen und dachte mir, Mensch, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Oh, ein Toter. Haben sie einfach hier draußen liegen gelassen. Toll. So macht man es richtig. Bei Wind und Wetter einfach mal die Leichen draußen liegen lassen. Noch einer. Bin einfach hier angelehnt. Oder die schlafen. Die lassen sich es erstmal gemütlich gehen. Wo müssen wir denn? Finde den Weg Wagen des Der Karren sieht intakt aus. Seltsam. Könnte Schuster sein. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja was. Ja, nochmal was. Nochmal was. Bastard. Oh Gott. So, ein Wolf tot. Zweiter Wolf. Komm schon. Zweiter Wolf tot. Fuck. Ausgewichen. Oh, komm schon. Ich will leider nicht so schnell, was das Zeichen anmachen angeht. Aber immerhin haben wir die Viecher kaputt gehauen. Gut, also die Wölfe scheinen den Schuster gekillt zu haben. Silbererz, nice Ding. Was war das? Kampfspuren. Jemand wurde niedergeschlagen und davongeschleift. Okay, und in welche Richtung zeigen denn die Schleifspuren? Es sieht so aus, dass sie in diese Richtung weggeschleift wurden. Nochmal ein Schuh. Wo der Träger wohl ist? Also für... Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Ein Schuh, noch ein Schuh. Wo sein Träger wohl ist? Sag mal, wie viele Schuhe kann denn ein... Hat hier jemand Schuhe geklaut oder was? Gibt's doch nicht. Okay. Immer noch weiter. Zum Glück ist das alles so ausgelatscht hier. Aber es ist doch nur dann ausgelatscht, wenn viele Leute dran vorbeigehen und nicht, wenn nur ein paar so... Da ist was. Ein Troll? Was macht der hier? Regenschuh. Na, Schammelzuhe. Sammelschuhe. Hallo. Weg, Hexer, du. Schuhe sammel nicht. Das sehe ich.
Ich frag mich nur, woher diese Schuhe stammen. Schuhe hier wachsen. Wie Pilze. aber Schuhe sind doch keine Pilze. Die Wahrheit bitte. Schuhe wachsen nicht auf dem Boden. Weißt schon du, der dritte coole Felstroll. Das gibt's doch nicht. Rock nicht reden. Sonst Ärger mit Ock und Pock. Wer sind Ock die denn? Ock und Pock. Sind das deine Freunde? Findergroße Ock und Pock. Menschenfinder auf Karren mit Großschuhe. So groß. Was haben sie mit diesem Menschen gemacht? Ock, Pock, Mann zur Höhle bringen. Dort. Habt ihr ihn gefressen? Nein. Knochenmann, Dünnmann. Ock sagen Mann Schuhe machen. Für Ock, Pock und Rock Schuhe machen. Das ist doch cool. Wofür braucht ein Troll Schuhe? Brauchst du überhaupt Schuhe? Schuhe an Menschen. Schuhe wollen Ock, Pock und Rock. Große Trolle sein, wie Menschen. Okay, interessant. Der Erste, der hier was haben möchte. In der Nähe muss eine Trollhöhle sein. Ja, in der Nähe, wo denn? Da oben vielleicht, ja. Und wir haben eine Höhle gefunden, oder zumindest sowas, was da aussieht. Okay. Höhle gefunden. Ist hier noch irgendwas Rotes oder so? Was mir sagt, hey, das ist die Trollhöhle? Ne. Okay. Dann gehen wir mal da rein. Schuhe machen. Für Menschen. Hey. Ja, und natürlich, wie jedes Mal, war ich hier schon mal. Ach, nee. Was ist denn hier? Nice. Taler? Ich hätte es wissen müssen. Niemand sonst hätte den Trollen das Blut beigebracht. Geralt! Mensch, das ist ja eine verdammte Ewigkeit her. Wer sein? Ganz ruhig, Ock. Dieser Mistkerl ist ein alter Freund von mir. Freund, Alter, gehen! Sonst wir werfen in Suppe! Ich wäre wirklich nur ein zäher Biss. Das stimmt. Seht ihn euch an, den verdammten Bastard. Nichts als Haut und Knochen. Naja, er hat ziemlich viele Muskeln. Aber na gut. Nun, liebe Trolle, muss ich weiterreisen. Ihr übt, was ich euch beigebracht habe. Nächstes Mal gibt's eine Scheißprüfung. Taler nicht gehen! Taler sitzen! Arsch runter! Taler Schwanz Lutscher Schuhe machen! Oh mein Gott, das ist ja mal schlimm. Ich brauche diesen Mann. Er kommt mit mir. Ich sehe, seid ihr Freunde geworden. Aber Taler muss mit mir mitkommen. Verdammt! Taler nicht gehen! Taler Schuhe machen! Aber ich brauche ihn. Taler hier bleiben! Du Schuhe haben, Ock Schuhe nicht haben, Bock nicht haben, Bock nicht haben. Taler Schuhe machen, Taler los! Los geht's. Schuhe machen. Ich brauche ihn kurz, nicht lange. Dann kommt er wieder. Jetzt ist knapp, lass ihn gehen oder ich mache ihn. Na, hier, komm, nehmen wir das. Immer mit der Ruhe. Taler kommt ja wieder zurück. Er muss mit mir gehen, um Leder für eure Schuhe zu holen. Hört auf Geralt. Er sagt die verfluchte Wahrheit. Na geil, ey. Der flucht die ganze Zeit. Leder? Seht Schuhe? Euch eure Füße an. Die sind scheiß riesig. Ich brauche ein verdammtes Lederbündel, um eure Schuhe zu machen. Verstanden? Ich und Geralt, wir holen das verdammte Leder. Dann kommen wir zurück und machen eure vermaledeiten Schuhe. Ach, wie, Alter, in jedem Satz. Und Rock für? Zwei Paar für jeden von euch Arschgesichter. Taler gehen. Aber zurückkommen muss. Ich wusste, dass ihr Saftsäcke gute Kumpel seid. Bleibt hier. Bin bald wieder da. Zugeben, du kennst dich mit Trollen aus. Hast du mal an Kinder gedacht?
sind keine Trolle und umgekehrt. Außerdem sind Hexer drin. Kein bisschen verändert. Immer noch beißend wie verfaulter Rabatt. Was machen die denn? Ja, vor allem die hier noch im Kreis gehen, die Trolle. Ey, dieses Stampfen, das ist so laut. Da haben wir doch was. Geht das mal auf jetzt? Es ist jetzt nicht euer Ernst. Ach, komm schon. Wieso kriege ich denn die Truhe hier nicht auf? Es ist jetzt nicht wahr. Ich kann die... komm schon. Die eine Truhe kann ich nicht machen, weil... weil ich die nicht anvisieren kann. Und die... Die wird mir nicht angezeigt. Was ist hier los? Was ist denn jetzt mit meinem Anvisierungsbutton? Der spackt rum. Der sagt mir, dass da Truhen sind und dass ich... dass die voll sind. Na gut, anscheinend sind sie doch leer. Und gehen wir mal mit dem guten Taler nach draußen. Ich ruhig mal ein bisschen schneller hier rauskommen. Taler. Wir haben uns eine ganze Weile nicht gesehen. Das ist lange her. Berichte. Nilfgaard hat den temerischen Geheimdienst in einer einzigen Scheißnacht zerlegt. Bin gerade so mit dem Leben davon gekommen. Hab meine Sorgen ersäuft, bis meine Liebe Zeta und Mordio geschrien hat. Und was machst du jetzt? Basisarbeit. Rumhängen, beobachten, zuhören, Fragen stellen, neue Agenten anwerben. Okay, und wie steht's denn so? Wie läuft sonst das Leben? Och, ich mach's wie ein Kartoffelkäfer. Ich bin still, halte mich raus und ernähre mich von verfickten Kartoffeln. Mach's gut. Ja, mach ich die meiste verdammte Zeit über. Danke. Nur am Fluchen, ey. Das sollte man sich kein Beispiel an dem nehmen. Vor allem klingt dann jeder Satz ein bisschen zu streng. Fluchen ist ja immer eine Art des Ausdrucks. Nicht einfach nur irgendeines Ausdrucks. Satzverstärkungsausdruck kann man dazu sagen. Das ist das englische Wort Fuck zum Beispiel, was dann jedes Mal kommt, um was besonders hervorzuheben. Einen gewissen Unmut klar zu machen. Und ja, dazu ist das eben gut. Alles Igni-Runen, alles voller Igni-Runen. Was haben die denn hier alle Igni-Runen? Alle wollen sie nicht zaubern, aber alles voller Igni-Runen. Genau. Natala, wo willst du denn noch alles hin? Wir werden bestimmt von irgendjemandem noch angegriffen, überfallen, rundherum erneuert. Na komm, lauf ruhig weiter. Du schaffst es doch. Du schaffst es. Kann der nicht ein bisschen schneller gehen? Nee, der kann nicht schneller gehen. Ich könnte natürlich mit auf das Pferd setzen, aber ich glaube... Nee, das Pferd, das hat zu viel Ladung drauf. Man sollte es nicht überstrapazieren. Ja, am besten mal mit normalen Genen nehmen. So. Danke, jetzt sind wir doch da. Halt. Ich komme ab jetzt alleine klar. Und ich werde Roche und Dijkstra berichten, wie du Ock und seine Freunde erledigt hast. Sie werden bestimmt so beeindruckt sein, dass sie sich in die Hosen scheißen. Geschustertour. Bist du drauf gekommen? Du warst Hehler in Vysima. Wie bist du zum Schuster geworden? Ich hab mir den unauffälligsten Beruf ausgesucht. Die Hehler-Sache, miese Tarnung. Hab zu viele Leute verärgert. Die Aufmerksamkeit konnte ich nicht brauchen. Dann wollte ich Schankwirt werden. Da trifft man viele Leute, die meisten davon Idioten, aber die reden über alles Mögliche. Aber man hängt an einem Ort fest, wie ein alter Köter an der Kette. Immer im selben Hof. Aber ein Schuster kommt rum, ja? Davon kannst du ausgehen. Hab sogar diesen schicken, rollenden Stand gebaut. Der jetzt sehr sogar schick. Noch intakt ein ist. Volltreffer.
Ich habe damit ein kleines Vermögen gemacht, seit der Krieg angefangen hat. Alle diese Arschlöcher in Uniform marschieren ohne Unterlass. Weißt du, was passiert, wenn sich ihre Scheißstiefel auflösen? Ihre Füße bluten und werfen Blasen. Kein Soldat, der nicht seine Mutter für ein paar bequeme Kampfstiefel verkaufen würde. Das ist mies, ey. Und was hast du jetzt vor? Wie meinst du das? Zurück nach Novigrad gehen. Dijkstra, Roche und ich müssen unseren Plan in die Tat umsetzen. Ich frage nochmal. Einzelheiten? Vergib mir, Kumpel. Es geht einfach nicht. Wenn's nur nach mir ginge, würde ich alles ausspucken. Du bist vertrauenswürdiger als alle, die ich sonst kenne. Ja, aber ich handle nicht allein. Nicht. Darum darf ich keine einseitigen Entscheidungen treffen. Mein Mund bleibt zu. Leider. Na gut. Verstehe. So, und damit hat sich das erledigt. Und viel Glück. Oh, das kann ich brauchen. Radovid ist ein gewiefter Hund. Aber wir finden schon einen Weg. Bald wird der ganze Scheiß Norden davon reden, wie er gefickt wurde. Passt auf, dass er nicht auch über drei Attentäter spricht, die gevierteilt wurden. Keine Angst, Geralt. Wir wissen, was wir tun. Leb wohl. Ja, das hoffen wir doch. Das hoffen wir doch. Aktualisiert, ein tödlicher Plan. Das war's? Und 25. Nur 25 Erfahrungen gekriegt, ey. Ich wäre klar. Sonst nichts, oder? Messlich, Schwere, bla bla bla. Sammle, höhere Einsätze. Abgekommen in fortschrittliche Alchemie. Krieg ich denn sonst noch irgendeine Quest? Oh. Mach's gut. Ja, mach ich die Die meiste Zeit über, danke. Ja, ist klar. Okay, Skellige, brauchen wir nicht. Mit einem Stück zum Erfolg. Erzähl Priscilla, was du über Dudo erfahren hast. Ja, muss ich so nicht. Rüstungsschmied, Werkzeuge, Waffenschmied von Undwig. Nein, Schwarze Perle ist auch da, auf der Pferde. Geh nach Faro. Nein, sammle sie alle. Ja. Ich glaube, das wird nicht auf der Karte markiert. Nope, wird nicht auf der Karte markiert. Dann sammle sie alle. Schwarze Perle auf der Fährte. Hohe Einsätze, Praktikum. Auch ins Gellige. Okay. Der Rest ist stufenmäßig zu hoch für uns. Sicheres Fußstapfen. Nein, mit einem Stück zum Erfolg. Genau, da machen wir das jetzt als nächstes. Die gute 1000 Meter. Wo sind meine die Plätze? Die Plätze ist zu weit von mir entfernt. Ich denke, ich bin... Ja, ich bin schneller am Schnellreisepunkt, als Plätze bei mir sein können. Ja, Plätze kommen. Erscheint doch mal vor mir und nicht hinter mir. Ist immer mehr hinter mir. Hat zwar nichts damit zu tun, dass ich immer renne und rufe. Nein. Ich kann einfach so über Häuser und alles überspringen. Das ist so angenehm. Was ist denn Teufelssprung? Wow, das ist ein Teufelssprung. Das ist so cool. Die interagieren sehr schön. Sobald ich mit jemandem kollidiere, so. Oh, ha, Ich drücke sie aber nicht weg. Die bleiben stur auf ihrer Position stehen. Was ist das denn? Monsterlager. Also, was ist der Ort, Standort und so weiter. Hm, warte mal, das ist hier doch eigentlich... Gut, da muss ich demnächst mal hin. Nicht nur demnächst, das machen wir jetzt sogar. Du kannst ja nicht mehr weit entfernt. Komm schon, geh da hin. Die wir sehen, sehen wir noch nichts. Wann war ich denn bei diesem Monsterlager? Und wieso konnte ich das noch nicht besiegen? Das ist ja nicht ohne Grund so hell erleuchtet.